Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 besten Laserdrucker-Tests. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die Kyocera Klimaschutzsystem. Der Kyocera Ecosys B5021CD ein Laserdrucker ist ein Farbdrucker mit Duplex-System und eine Druckrate von bis zu 21 Seiten pro Minute in Schwarz sowie Weiß oder Farbton. Der Laserdrucker bietet eine maximale Auflösung von 1200x1200 dpi und wird in verschiedenen Variationen angeboten. Kunden können wählen, nur eine Anordnung mit Ethernet oder Wunsch eine mit Ethernet sowie Wi-Fi haben. Bilder, Dokumente sowie Nachrichtenpapiere können über die mobile Druck-App für Android sowie iPhone-Geräte direkt vom Handy ausgedruckt werden. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Samsung OM4020ND. Der Samsung Pro Express SLM 4020ND Laserdrucker ist ein schwarzer und weißer Drucker ohne Duplikate, Scannen oder Faxen. Der Drucker ist mit der modernen RISP-Technologie von Samsung ausgestattet. Es sollte noch mehr Informationen liefern und auch sehr viele Kopien anziehen. Der Drucker ist mit einer 600 MHz CPU und einem Speicher von 256 MB ausgestattet. Es bietet eine optimale Druckauflösung von 1200x1200 dpi und auch automatisierten Duplexdruck. Der Drucker hat die Fähigkeit, etwa 40 Seiten pro Minute zu liefern und hat ein optimales Ergebnis von 700 Watt. Die Version verfügt über einen High-Speed USB 2.0 sowie eine Ethernet-LAN-Verbindung. Es gibt keine Wi-Fi-Funktion. Auf Platz 3 haben wir die Lexmark B2236DW. Der Lexmark B2236DW Laserdrucker ist ein traditioneller Schwarz- und Weißdrucker mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 36 Seiten pro Minute. Der Laserdrucker verwendet die Alternative des Duplexdrucks. Er ist mit einer Dual-Core-CPU mit einem Gigahertz und einem RAM von 256 MB ausgestattet. Der Laserdrucker verfügt über eine Druckausgabe von bis zu 4 Personen sowie eine Einbringungsfähigkeit von bis zu 251 Bogen. Nach Angaben des Anbieters können bis zu 6000 Webseiten mit einer Tonerkassette veröffentlicht werden. Lexmark rät zu einer monatlichen Webseitenmenge zwischen 250 und 2500 Webseiten. Umzug auf Nummer 2, haben wir die HP Color LaserJet Pro. Der HP Color LaserJet Pro M479DW Drucker ist auf die moderne Technologie Jet Intelligence des Herstellers abgestimmt und in verschiedenen Varianten erhältlich. Beispielsweise wird der Laserdrucker mit oder ohne Duplexdruck angeboten. Der Drucker mit Farblaser wird als 3-in-1 Modell zum Drucken, Scannen und Kopieren sowie als 4-in-1 Version mit zusätzlichem Faxgerät angeboten. Das Tool verfügt über einen Prozessor mit einer Geschwindigkeit von 1200 MHz und einem RAM von 512 MB. Der Drucker bietet eine Auflösung von 600x600 dpi und verfügt über einen automatischen Seitenvorschub von 50 Blatt. Schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Brade MFC9332CDW. Der Bro MFC9332CDW Drucker ist ein kleines 4-in-1 Multifunktionswerkzeug. Mit dem Laserdrucker sind Drucken, Scannen, Faxen und Duplizieren möglich. Der Farblaserdrucker wird mit oder ohne WLAN angeboten. Der Laserdrucker mit WLAN-Modul ist teurer als die Version ohne Anschluss. Der Drucker ist mit einer CPU von 333 MHz sowie 192 MB Arbeitsspeicher und einer Duplex-Druckoption ausgestattet. Der Drucker entwickelt ca. 22 Webseiten pro Minuten. Beim Duplexdruck gibt es laut Hersteller Bro 7 doppelseitige Dateien pro Minuten. Die Auflösung beträgt ca. 2400x600 dpi. Nach Angaben des Herstellers ist jeder Laserdrucker für 3 Jahre gesichert. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.